Christina, ja. 800 Meter hier in Berlin, große Stimmung, schnelles Rennen. Bist du schon mal jemals so schnell angegangen? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe die Zeit nicht, hab nicht geschaut. Ich habe nur bei 200 gesehen. Es hat ungefähr gepasst. Ich bin wahrscheinlich so, weiß ich nicht, zwischen 28 und 29 durch, würde ich sagen. Also hat eigentlich gut gepasst. Ich hatte eigentlich Glück. Ich bin ja dann doch ganz hinten gewesen. War aber ja eigentlich auch so geplant, einfach sich reinhängen und dann mal schauen, was geht. Und ja, bin halt einfach gelaufen. So bei vor 400 dachte ich, oh, jetzt atme ich aber schon ganz schön, das wird hart, jetzt noch eine Runde. Dann aber bei 600 dachte ich, okay, geht doch noch. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, okay, ich glaube, ich werde nicht Letzte. Die habe ich noch im Griff. Und ja, dann bin ich ja doch auf der Zielgerade nochmal wirklich rangekommen. Als ich dann die Zeit gesehen habe, dachte ich, okay, das war doch nochmal ein schnelles Rennen. Jetzt habe ich ja gerade noch gehört, sogar Bestzeit. Damit hätte ich wirklich überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich bin ja am Donnerstag auch schon 800 nochmal gelaufen in Zürich. Und ja, da bin ich dann 2:3 gelaufen. Und ja, dann dachte ich halt, ja, vielleicht schon ein bisschen Form verloren. Ich meine, die Deutschen, das war mein Saisonhöhepunkt. Und das ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her. Ja, und dass ich jetzt wirklich hier nochmal vor so einer Kulisse in so einem Feld Bestleistung gelaufen bin, ist echt Wahnsinn. Und ja, jetzt kann ich dann echt verdient erstmal eine Sportpause einlegen. Ja, auf jeden Fall. Aber denkst du, dass das war das Publikum oder was war jetzt der Unterschied in den paar Tagen zu dem Rennen hier? Also erstens war es vielleicht jetzt doch, als kann man vielleicht schon sagen, als kleine Vorbelastung einfach nochmal dieses Wettkampffeeling. Ich meine, in Zürich war ja auch ausverkauft, auch tolle Stimmung. Ja, war nicht ganz perfektes Rennen, hab ein bisschen, paar Mal hinten drauf getreten und so. Und ja, und jetzt hier halt nochmal mit der Stimmung. Und ich habe mir halt auch nochmal gedacht, ja gut, ich habe hier seit September jetzt für diese Saison trainiert. Heute ist noch mein letztes Rennen. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal zeigen oder schauen, was geht. Und klar, Wahnsinn. Du wärst aber auch gerne in Zürich ein paar Tage früher schon gelaufen. Ist ein bisschen schade, dass man in dem Alter mit der Zeit dann doch nicht hingeschickt wird? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da sind, glaube ich, schon auch viele bei mir und waren vielleicht sogar noch enttäuschter und genervter, dass ich da nicht nominiert wurde. Aber klar, war ich auch etwas enttäuscht und ja, vor allem als man dann halt doch gesehen hat, dass jetzt man zumindest im Bereich meiner Bestzeit ins Finale gekommen wäre, dann ist natürlich schon schade, aber ja, ich hoffe, ich kann jetzt noch mal zeigen, dass ich es vielleicht doch verdient hätte oder zumindest, dass ich ja, vielleicht dort auch noch mal schneller hätte laufen können, aber ja, ich meine, wenn man jetzt trotzdem auf die Saison zurückblickt, dann kann ich wirklich, glaube ich, mich nicht beschweren. Deutscher Meistertitel, ist ja auch was wert. Und ich meine, im Erwachsenenbereich bist du jetzt auch noch nicht so lange unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass bei 800 so ein bisschen die Normzeiten fast, also fast am schwierigsten sind. Es ist immer zwei flach, nicht viel mehr, auch bei EM, WM. Wie gehst du jetzt die nächsten Jahre an? Weil in zwei Jahren würdest du wahrscheinlich gerne dabei sein. Ja, also jetzt ist ja nächstes Jahr erstmal U23 EM. Da war ja letztes Jahr die Norm 2:4. Sollte ja eigentlich dann zu schaffen sein und ich meine, da kann ich dann vielleicht mit meiner Zeit dann doch echt vorne mitlaufen oder zumindest im Finale dabei sein und ja, ich meine, ich habe mir jetzt auch einfach gedacht, ja, ich meine, damit es keine Diskussionen gibt, muss ich dann vielleicht wirklich einfach in zwei Jahren schauen, dass ich dann einfach die Norm laufe und dann gibt es keine Diskussionen. Ganz viel Erfolg dafür. Ja, danke.